Jugendfreundin. Wir haben jetzt auf dem Blumenfeld. Jetzt werden sie wieder mal schön Wetter einmaßen trocken. Ich bereite da mit der kleinen Beetfräse zwei Beete vor und Gladiolen Lilien zu pflanzen. Ja, und da ist der Vario. Immer ein ganz praktischer Traktor. Stufenlos 0,1 Kilometer oder 0,4 Kilometer. Ja, unübertroffen. Trend Vario. Jetzt werden die drei Beete, Gladiolen, Lilien, die wir da gepflanzt haben, noch gegen Unkraut gespritzt mit meiner Rückenspritze mit Akku. Läuft super. Mit dem Einsatz von 20 Gramm Molybdän und 10 Liter Wasser kann ich da die drei Beete Unkraut frei halten. Jawohl. Zehn Liter hat es nicht gebraucht, habe da noch einen Rest in der Spritze. Aber wenn das Wetter es zulässt, pflanzen wir morgen noch mehr. Und dann kann ich dann den Rest morgen einsetzen. Ich hoffe, das Wetter hält. Vorausgesagt ist in der Nacht schon ein bisschen Regen, aber vielleicht ist durch am Morgen noch gut. Wir werden sehen. So, es ist jetzt 7:30 Uhr. Der Bauerhase macht Feierabend. Ja, liebe Jugendfreunde, Bauerhase hat noch nicht Feierabend gemacht. Ich habe noch die Motorhacke gestartet. Und weil es so hart ist in meinem Kürbisfeld, hacke ich da um die Kürbis rum. Jawohl. Das ganze Feld werde ich mit dieser Agria-Motorhacke nicht machen können. Aber wenigstens einen Versuch starte ich, um da ein bisschen Unkraut und harten Boden aufzuhacken. Unkraut weg und harten Boden aufzuhacken. Jawohl. Und es ist ja noch ein schöner Abend. Jetzt nach 8. Und bis es finster wird, geht das noch lange. Ja. Zwei Zeilen gehackt. Jetzt 8:50 Uhr. Ja, es ist ziemlich mühsam. Der Boden ist dermaßen grobschollig, da ich als ich gehackt habe, hat es dann ganz grobe Schollen gemacht. Man sieht es hier. Grob und harte Schollen. Und das ist auch anstrengend, um da mit der kleinen Hacke um die Pflanzen herumzufahren. Und das anstrengende Hacken gibt Durst.
Ja, da sind Quell- oder Gewitterwolken aufgezogen. Ich denke, morgen wird das Wetter doch regnerisch sein. Oh, der Bauerhaus, ich mag nicht mehr. Viertel nach neun. Ja, diese drei Zeilen habe ich gehackt. Ja, ist genug für euch. Maschine verladen. Praktisch so ein Citroën Berlingo. Jawohl.